Hallo Leute und herzlich willkommen zum Format ohne Namen oder Kummerkasten, wie ihr es nennen wollt. Ich bin Dani, auf meinem Schoß sitzt Suri, da ist Mossy und Wosi ist auch mit am Start. So. Hola. Hola, Hi. ¿qué tal? Ja, meine Schönen. Das wird langsam alt. Okay. So wie ich. Also ich würde sagen, wir fangen mal an. Die erste E-Mail ist von Mossy. Hilfe, warum habe ich keine 1000 Abonnenten, obwohl du mich pusht? So, Mossy, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber deine Videos sind kacke. Okay, nein, fangen wir jetzt mit dem richtigen Problem an. Wir wissen, dass Mossy kacke ist. Das weiß sogar Mossy. Das stimmt. Okay, wir fangen jetzt mit dem richtigen Problem an, die nicht von Mossy kommt. Mossy, hör mal auf, deinen Hund zu mobben, den kleinen Mossy. Mossy, hör auf, mir bitte jedes Mal eine E-Mail zu schreiben. Wir haben so viel Liebe im Raum. Ja, Mossy schreibt jede Woche eine E-Mail. Das ist so einfach so. Liebe Dani. Okay. Ich habe ein Problem, also nicht ich, das ist jetzt die E-Mail wirklich. Und es fällt mir echt schwer, das hier zu erzählen. Also, ich habe einen älteren Bruder, der mich ständig ärgert, was mit Schubsen bis Nasebluten ausartet. Das macht er aber nur, wenn meine Mutter nicht da ist und mein Vater nicht in Sichtweite. Wenn ich dann zu meinem Vater gehe, sagt er immer, nur ich soll nicht so heulen, das kann er nicht leiden. Und wenn ich dann ihm erzähle, was mein Bruder gemacht hat, fragt er meinen Bruder, ob das stimmt. Mein Bruder sagt natürlich nein. Deswegen muss ich dann meistens auf mein Zimmer, aber da hört es nicht auf und die einzige Möglichkeit ist, dass ich mich irgendwo einsperre und warte, bis er keinen Bock mehr hat. Meine Mutter sagt mir immer nur, ich soll ihn ignorieren. Aber das macht alles nur noch schlimmer. Jetzt ist meine Frage, was ich dagegen tun kann, ohne irgendeinen Erwachsenen, weil das habe ich schon alles versucht. Ah. Ich würde sagen, wir machen heute mal den Gegenteiltag. Mossy darf mal anfangen. Ja, das Ding ist, ich bin der ältere Bruder, also ich habe einen jüngeren Bruder und ich glaube, der hat das von mir auch alles so abgekriegt. Also nicht mit Nasebluten und so. Ja, jetzt also, wäre das Alter interessant, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die jetzt, sag ich mal, sie ist 12, ne? Hm? Ich gehe von der Rechtschreibung alles aus, dass sie sogar älter ist, weil sie hat ja echt gute Rechtschreibung eigentlich, ne? Sogar auf Groß- und Kleinschreibung geachtet, das mache nicht mal ich. Sagen wir mal, sie ist trotzdem 12. 12,5. Hm? Ja, komm, ihr Bruder ist älter, dann sagen wir mal, er ist 14, weil er ihr auf die Nase hauen kann. In dem Alter sollte man nicht seinen kleinen Geschwistern noch die Nase blutig schlagen. Und vor allem, wenn die Nase blutet, dann kannst du das doch deinen Eltern zeigen. Ich verstehe das nicht, warum sie dir dann nicht glauben. Ja, das ist schon krass, dass sie selbst bei blutender Nase irgendwie noch irgendwie deinem Bruder glauben. Also, ich hätte jetzt eine... Du sagst ja, es hört nicht auf, wenn du in dein Zimmer gehst, ne? Ich hätte das jetzt so gemacht, dass du dein Handy nimmst, wenn du in dein Zimmer gehst und es so hinstellst und dich dann halt ins Bild setzt, dass man es halt so aufnehmen könnte. Oder wenn du eine Kamera hast, noch besser. Oder eine Webcam anmachst und dich dann halt genau in Richtung der Webcam setzt und das Ganze aufnimmst. Es gibt auch im Internet, wenn du eine Webcam hast, so Aufnahmeprogramme oder die kosten halt 20 Euro, so eine Webcam, ne? Dann kannst du halt so kostenlose Aufnahmeprogramme mit OBS kann man Webcam aufnehmen, dass du es dann halt wirklich mal filmst und hast du, sag ich mal, einen Beweis. Weil sie sagt ja, es hört nicht auf, wenn sie ins Zimmer geht. Ja. Weil ich mich da auch frage, ob du dein Zimmer vielleicht nicht einfach abschließen kannst. Weil ich hatte halt auch eine ältere Schwester und mit der habe ich mich gerade auch in dem Alter, als sie irgendwie 15 war und ich 12, teilweise echt heftig in die Haare bekommen. Und dann bin ich halt meistens in meinem Zimmer und habe das dann abgeschlossen und habe abgewartet, bis sie dann Ruhe gegeben hat. Ja, sie oder hat ja gesagt, sie schließt sich ein, aber ich finde, das ist nicht die Lösung. Oder warte mal, was ich noch, bevor ich es vergesse, wenn du dein Handy hast, auf dem Handy sind so Sprachmemos, kann man aufnehmen, dass du das dann einfach auf Start drückst, in die Tasche steckst und halt wartest, bis er halt... Wenn er dich schlägt oder so oder ärgert, dann hört man das ja auch in der Aufnahme. Dass du halt, sag ich mal, so einen Beweis hast. Also ich kann da nichts dazu sagen, weil ich habe keine Geschwister, deswegen habe ich das gleich am Anfang abgegeben. Ich bin Einzelkind, also Einzige hier. Und ja. Ich bin halt, wie gesagt, eher in der Rolle des älteren Bruders. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie man mich hätte aufhalten können. Oh, jetzt stelle ich mir Mossy gerade so richtig brutal vor. Das klingt voll böse. Ja. Echter Hardcore-Mobber-Bruder. Ja, aber richtig. Nee, ich habe keine Ahnung. Also, das ist schwierig, weil ne, du findest da halt richtig Spaß dran als älterer Bruder oder ältere Schwester und dann macht es halt auch Spaß. Das ist traurig und es ist auch nicht cool, aber ich weiß leider nicht, was man tun kann. Also was ich bis zu einem gewissen Grad noch empfehlen kann bei meiner Schwester, wenn sie mich damals zum angemacht hat, bin ich halt dann einfach, habe ich sie irgendwann zurückgeschlagen, geschubst, an den Haaren gezogen, was auch immer. Aber wie gesagt, nur bis zu einem gewissen Grad, weil das eigentlich nie eine Lösung sein sollte, aber unter Geschwistern halt manchmal einfach anders nicht geht. Und weil du halt jünger bist und wenn er dann irgendwie der ältere Bruder, nicht, dass er dann viel stärker ist, also das wäre so die letzte Notlösung, dass du vielleicht einfach wirklich mal zurück
haust, in Anführungszeichen. Und bei meiner Schwester hat das was gebracht. Also danach war dann auf jeden Fall erstmal für eine Weile Ruhe. Ich will nur sagen, erstmal so, ja, Gewalt ist keine Lösung, ne? Aber wenn es dann wirklich mit Nasenbluten ausadert, dann muss er sie ja schlagen. Das geht ja auch überhaupt nicht klar. Ja. Und das mit dem Nicht-Heulen, das verstehe ich. Meine Mutter mag es überhaupt nicht, wenn Kinder heulen. Auch wenn ich damals als Kind geheult habe, da musste ich mich immer erst beruhigen, bevor sie mich dann getröstet hat, weil sie es überhaupt nicht leiden konnte. Nee, wirklich, die kann das nicht leiden, wenn Kinder heulen. Ich habe eigentlich auch kaum geheult, deswegen. Aber ja. Ich finde, das sollten Eltern halt schon ernst nehmen. Klar, die sind halt in einer doofen Situation, weil die halt so beiden halten müssen. Und jetzt nicht dein Bruder direkt sagen können, er lügt, deswegen würde ich das mal mit den Beweisen probieren, ne? Ja. Habt ihr noch gute Ideen? Nein, ich nicht. Dann würde ich sagen, mit dem Hashtag Bruder könnt ihr jetzt bitte Kommentare unten reinschreiben. Und vielleicht habt ihr ja viel bessere Ideen oder kennt euch viel besser aus, weil ihr mit 6.000 Brüdern und 7.000 Schwestern aufwachst. Weiß ich ja nicht. Kann ja sein. So im Amischdorf. Ja. Hast du was dagegen? Nein. Gut. Wollen wir mit der nächsten Sache weitermachen? Ja. Gut. Hey Dani, ich liebe deine Videos. Werde bitte nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Ich find's aber übrigens geil, das möchte ich an dieser Stelle mal anmerken, ne? Dass immer nur geschrieben wird, hey Dani, ich liebe deine Buddy Videos. Buddy, your channel timed out. Ja, da ist gelogen. Da geht Rosie einfach, weil sie einfach keinen Bock mehr drauf hat. Dani, liest du gerade deine eigene E-Mail an dich vor? Ja, ja, ja. Gut, machen wir es auf Rosie, bis die wieder da ist. Nee, aber keiner erwähnt, hi Mossi, hi Poisy, hi Rosie, na, wie geht's euch? Immer nur so, hi Dani. Hi Dani, deine Videos sind voll toll. Moved to your channel. Da gingst du einfach, ne? Ich? Ja, du bist weggegangen. Es tut mir leid, das Internet. Ja, es war Hi Rosie, ich liebe deine Videos. Nein. Danke. Spoiler, diese Nachricht ist von Mossi mal wieder. Jetzt tut mir leid, ich war die letzten 20 Sekunden weg. Sorry. Okay, gut. Mein Internet heute. So, also, hi Dani, ich liebe deine Videos. Das ist eigentlich schon ein Problem genug. Also ja, vielleicht sollte ich Psychiater aufsuchen. Ist einfach so. Nun zu meinem Problem. Ich bin 15, weiblich und stehe auf extrem dicke Männer. Also wirklich extrem. Ich träume davon, einen fetten Freund zu haben und ihn zu füttern. Ist das krank? Mossi, du bist. Warum? Weil du... Ja, danke. Also, danke, Dani. Bei fetten Freund habe ich einfach an dich gedacht. Nee, ich habe gedacht, so, ich will das euch mal anfangen, so als Gast, weil mir das auch vorgeschlagen wurde, weil es ja immer so gemein ist, wenn ich anfange. Ja, die Frage ist, wo fängt Fett an? Also wo fängt das Empfinden Mossi. Der Person an, wer fett ist? Mossi. Ich. Also bei der mir Maßstab ist es, für Fett sein. Ich bin der Maßstab für Fett sein, okay, das ist krass. Laut Dani. Das ist krass. Ey, ich kann nicht so laut lachen, der Hund liegt auf mir. Bei 3-4 Kilo über Idealgewicht das Fett zu nennen, ist schon krass. Ey, ich aber wenn das, wenn das, wenn du genauso wie Dani denkst und Menschen, die ein kleines bisschen über dem Durchschnitt sind, schon fett für dich sind und du, so diese, Person, danke, und du diese Person füttern möchtest und mit ihr zusammen sein möchtest, dann halte ich das nicht für krank. Also ich wenn es dazu aber sagen, jetzt darum geht, dass du wirklich so hier ne 200 Kilo Kerle oder so dann heiß findest, dann ist das fragwürdig. Und ich wette, Dani wird erklären, warum. Nee, Dani möchte erstmal sagen, dass du meinen Hund aufgeweckt hast. Danke, Mossi, weil ich so lachen musste. Selber schuld. Da haben meine Titten angefangen zu wackeln und der Hund ist aufgewacht. Gut. Nein. Deine Titten angefangen. Okay. Sorry. Sie liegt auf meinem Brustkorb, meine Güte. So, Dani, deine Meinung. Der Frage. Also, der erste Teil der Sache ist, der erste Teil ist ja, ich träume davon, einen fetten Freund zu haben. Gut. Da würde ich sagen, da ist nichts Verwerfliches dran, selbst wenn, wie Mossi jetzt sagt, irgendwie so ein 200-Kilo-Typ so liebst, ne? Ist das ja okay. Ich denke mal, jeder hat irgendwie seine Vorlieben. Nicht jeder steht auf muskelbepackte Super-Mossis. Manche stehen auch... Manche stehen auch halt auf andere Sachen. Zum Beispiel meine beste Freundin und ich, wir haben uns mal drüber unterhalten, wir stehen auch nicht auf solche Muskeltypen oder solche Dörrentypen. Wir finden es auch toll, wenn sie ein bisschen kuschelig sind. Jetzt nicht extrem fett, aber kuschelig. Und für mich. Und sie ist zum Beispiel Türkin, habe ich sie gefragt, so, ja, wie sieht denn dein Traumtyp aus? So bestimmt dunkelhaarig. Sie so, nee, überhaupt nicht. Ich stehe auf total hellblonde Typen.
Also jeder hat so seine Vorlieben und das ist total okay. Und ja, ich sag mal, auch so ein 200-Kilo-Typ, der braucht ja auch irgendwie Liebe und seine Chance. Und es ist ja eigentlich nicht verwerflich, wenn du jetzt, sag ich mal, ihn toll findest, weil er dick ist. Ich meine, so ein Strandtyp wird ja auch nur toll gefunden, weil er ein Sixpack hat im großen Teil, weil es auch noch totale Idioten sind. Und von daher finde ich da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Jetzt kommt halt die zweite Sache dazu, dass halt mit den. Na, Hund, stehst du gerade auf? Okay, warte. Also die Sache mit den Füttern ist halt so eine Sache. Es ist halt absolut nicht gesund, übergewichtig zu sein, so stark übergewichtig. Und dann ist halt natürlich die Sache, ja, erstens gibt es halt dann zwei Varianten, oder sagen wir drei. Dein Freund will es nicht oder dein Freund ist es egal. Wenn er es möchte und du es möchtest, dann, ja gut. Ihr seid jetzt zwar, also du bist jetzt nicht erwachsen, aber ich würde sonst sagen, ihr seid erwachsene Menschen, dann müsst ihr dann selbst entscheiden, das ist dann euer, oh Gott, Hund, ja, gut, ich muss ihn ganz kurz runtersetzen, das ist dann euer Körper, eure Liebe, eure Beziehung, könnt ihr machen, was ihr wollt, dann ist da auch nichts Verwerfliches so dran. Wenn er es nicht möchte, musst du es aber auf jeden Fall akzeptieren, weil es dann halt auch wieder sein Körper ist. Zum Beispiel bei einer Frau ist es ja so, wenn eine Frau schwanger ist, hat der Kerl gar nichts zu sagen, weil es halt am Recht des eigenen Körpers ist. Und so ist es halt auch bei dem Freund. Und wenn es ihm egal ist, ja, dann hat er auch selber Schuld, würde ich sagen. Aber im Endeffekt würde ich halt nichts irgendwie gegen Willen machen, weil das überhaupt nicht klar geht. Und du musst dir halt bedenken, beziehungsweise im Klaren sein, dass da halt so viele Krankheiten sich verschlimmern können. Irgendwie Diabetes, Bluthochdruck. Zellulitis ist, glaube ich, keine Krankheit, oder? Ja, aber das gibt auch noch dazu, ne? Zellulitis. Nein, auf jeden Fall ist Poisonmus jetzt dran. Du hast ja alles Wichtige gesagt. Also, es ist völlig okay, wenn man auf dickere Menschen steht. Das ist hier jedem das Seine. Zum Beispiel, sie hat einen Brownie-Freund. Ja, der auch ein bisschen zugenommen hat in letzter Zeit, aber egal. Also Freund von Ich habe einen Poisy, Platz wenn für du das das Handy. hier hörst, ne? Das Der war guckt jetzt zum das. Glück. Der guckt zum Glück kein ein. Der guckt nicht mal Was? meine Videos. Der wird dann deine, glaube ich, auch nicht gucken. Das ist jetzt trotzdem, das ist jetzt eine unterschwellige Aktion an dich, ne? Treib mir Sport. Nein, es ist völlig okay. Man muss nicht, jetzt muss nicht jeder denselben Typ haben, wie Dani schon sagt. Und auch dieses mit den Füttern, es kann okay sein, aber man sollte halt schon aufpassen, dass es halt echt nicht zu einer krankhaften Stufe wird. Ja. Also, dass jemanden wirklich in die tiefste Fettleibigkeit, so à la RTL-Doku, hat man ja alles schon gesehen, reinführt. Das wird dann Nein, unangenehm. ja, unangenehm, sehr unangenehm. Hör auf, mir in den Fuß Entschuldigung. zu beißen, bitte. Bossi, ist das immer die Zähne von Danis Aber, oh. Fuß? Oh, Es spitze schmeckt halt so gut. Weltenzähnchen. Es schmeckt halt so gut. Oh mein Gott. Also, Also, ich bin heute nicht ganz bei der Sache. Ich hoffe, ihr versteht das. zusammenfassend, es ist okay, dass du auf dickere Männer stehst und das mit dem Füttern ist auch bis zu einem gewissen Grad okay. Es sollten halt beide damit einverstanden sein und nicht diese krankhafte Stufe übertreten. Punkt. Saugut. Punkt. Hashtag! Fetisch. Fetisch? Dicke Männer hätte ich jetzt gesagt, aber okay. Das hört sich so dumm an. Ja, deswegen. Ich find's lustig, aber okay. Also, Masi, für was bist du? Nom nom. Nom nom. Also, jetzt machen wir uns hier langsam über die Probleme der Leute lustig. Das finde ich nicht gut, aber wir nehmen jetzt Hashtag Nom nom. Oh Gott, es tut mir schon fast leid. Also, wenn du das siehst, es tut mir leid. Also, Hashtag Nom nom, wenn ihr zu diesem Problem oder zu dieser Frage noch was beizutragen habt. Und wir machen weiter. Yay. Hey Dani. In Gedanken von mir hinzugefügt, hey Mossy, hey Rosie. Ich wollte es mal versuchen. Ich weiß nicht wirklich, ob du mir helfen kannst, aber ein Versuch ist es ja wert, nicht? Es wäre schön, wenn man nicht sofort denkt, ich wäre aufmerksamkeitsgeil. Das bin ich nicht. Das ist für mich ein riesengroßer Schritt für mich. Warte, Schritt für mich, es jemand zu sagen. Also das Ganze wollte ich nur mal vorneweg sein. Du kannst das ganz ruhig zusammenfassen. Oh Gott, das muss ich mal selbst lesen, zusammenfassen. Nee, nee, ich lese das jetzt vor. Und ich müsste was trinken dafür. Oh Gott, warte mal. Angefolgte Entschuldigung. Stimmbänder, also. Ew. Ew. Und ja, also ich war bis. Leute, hier hat jemand ein Problem. Entschuldigung, ich bin neu hier. Also. Das stimmt gar nicht. Oh Gott.
Leute. Was ist denn heute los? Also wir sind ja, echt nicht mehr seriös langsam. Ich bin da. Also, ich war bis vor einem halben Jahr 8 Monate lang magersüchtig. Ich hatte es recht gut geschafft, davon loszukommen. Ohne Therapie. Ich habe mich mit ein paar Freunden, die ich durch die Anna-Zeit... Die Zeit, wo sie magersüchtig war. Ach so, Zeit kennengelernt habe. Ach so, quasi selbst therapiert. Wir haben uns gut geholfen, aber auch wenn es anfangs unglaublich schwer war. Ich hatte sogar für eine lange Zeit keine triggernden Gedanken. Doch vor 2 Wochen habe ich wieder diese schrecklichen Gedanken bekommen, die nun dazu führen, dass ich mich nicht mehr normal im Spiegel anschauen kann. Ohne zu denken, WTF, bist du fett. Schau dir mal deinen Bauch an und deine Oberschenkel an. Abartig. Auf einmal ist jedes Mädchen dünner, schlanker und allgemein schöner als ich. Schau dir erstmal Poisonwurst an. Eigentlich erledigt. Hab dich lieb, Schatz. Wo war ich? Als ich, und ich bin so kurz davor, wieder in alte Verhaltensmuster zu geraten. Dadurch, dass ich nun wieder diese ganzen depressiven Gedanken habe, bin ich so kurz davor, dass es wieder anfängt. Ich will das nicht, weil... oh Gott, tut mir leid. Ich will das nicht wieder durchmachen müssen. Klar, durch die Krankheit habe ich ein paar saugute Freunde kennengelernt. Aber davon mal abgesehen, ging es mir immer so verdammt scheiße. Der ganze Druck, unter den ich mich gesetzt hatte, perfekt zu werden, in allen Bereichen, das würde ich jetzt nicht nochmal schaffen. Deswegen versuche ich jetzt, meine Chance zu ergreifen und dich und die ganze Community um Hilfe zu bitten. Ich weiß, ich bräuchte einen Psychologen oder sowas, aber ich kann das einfach nicht meiner Mutter erzählen. Sie gibt sich immer so viel Mühe, uns alles zu ermöglichen, arbeitet lange, ist immer liebevoll zu mir und meiner Schwester. Ich kann sie nicht so unglaublich enttäuschen und ihr sagen, dass ich so krank bin. Shit, ich denke, es ist besser, ich höre jetzt auf, sonst erzähle ich noch mein ganzes Leben. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und ich hoffe auch, dass ihr das ernst nehmt. Ich meine es nämlich wirklich ernst. Ich möchte nur anmerken, dass am Schluss sie wirklich geschrien hat, ihr. So, ja, Mossi ist heute dran. Mossi ist heute Anfänger. Ich bin heute der Anfänger. Du bist heute Anfang oder das Ende. Der Anfänger, okay. Weißt du, das Beste kommt halt zum Schluss, dann bin ich heute das Letzte. Du bist sowieso schon das Letzte. Was? Oh. Ich hab dich lieb. Lieb Schatzi Pupsi. Ja, erstmal meinen aufrichtigen Respekt dafür, dass du zum einen diese Phase schon mal selbst komplett allein bewältigt hast, also mit Freunden, also ohne Therapie, und auch einen Riesenrespekt davor, dass du die Sache so einsiehst und auch siehst, wie du sie siehst, und dass du dir eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Dafür erstmal einen Riesenrespekt. Ich denke mal, da schließt ihr mit euch mir an, oder? Absolut. Ja, erzähl weiter. Ja, erzähl mal weiter. Ich warte auf den springenden Punkt noch, auf wo den ich dann einsteigen Punkt, ja. kann. Du wartest, bis du mir das Wort entreißen kannst, kennen wir ja. Genau. im Grunde genommen hast du es aber selbst schon geschrieben, dass du dir am besten dich mal professionell beraten lässt. Und wenn du schreibst, dass deine Mutter sehr liebevoll ist und dir versucht, alles zu ermöglichen, dann kannst du das auch in einer ruhigen Minute ihr beibringen und dann wird sie auch alles tun, um dir zu helfen und das verstehen. Das ist eigentlich alles, was mir so dazu einfällt, spontan. Mach mal dein Handy aus. Ja, Bosi. Es ist nicht meins. Voll unprofessionell hier. Jemand von euch ist jetzt dran, ja. Ich übernehme jetzt die Daten. Ja, ich würde, also auch bei Mossi, ich sah auf jeden Fall, dass du es anscheinend schon mal geschafft hast, da alleine, also alleine ohne professionelle Hilfe rauszukommen. Das ist auf jeden Fall eine große Sache. Da kannst du mega stolz drauf sein. Ich würde mir überlegen, das würde ich dir jetzt vielleicht nochmal raten, warum kam es plötzlich wieder? Was hat das quasi wieder getriggert, dass es jetzt so wiederkam? Vielleicht ist da ja irgendwas Besonderes passiert, was man dann im Nachhinein auch nochmal alleine irgendwie bewältigen kann. Aber ja, auch hier würde ich sagen, professionelle Hilfe ist auf jeden Fall eine gute Option. Und auch wie der Mossi gesagt hat, wenn deine Mutter wirklich so liebevoll ist, dann wird die da kein Täusch sein. Die wird nicht, natürlich wird sie vielleicht ein bisschen traurig sein, dass du unter so einer Krankheit leidest, aber die will dann natürlich auch nur dein Bestes, und das Beste wäre dann wahrscheinlich in dem Fall einfach professionelle Hilfe. Und da musst du dir jetzt um die Gefühle deiner Mutter, die sind natürlich auch wichtig, aber am allerwichtigsten ist es jetzt für dich natürlich erstmal, dass du wieder gesund wirst. Im Nachhinein würdest du deine Mutter mehr enttäuschen, wenn du es nicht tun würdest und dir irgendwas passiert dadurch. Ja. Also, jetzt kommt Dani, macht mal wieder alles kaputt, was ihr mühsam aufgebaut habt. Ich bin nämlich anderer Dani, Meinung. Dani, der Therapiehasser. Ich bin nämlich anderer Meinung, aus 2 Gründen. Erstens weiß ich selber, ich bin halt so ein Mensch, der Angst hat, Leute zu enttäuschen. Extrem Angst. Und das halt bei jedem.
bei meinen Eltern, bei sonst was. Ich habe einfach total Angst, Leute zu enttäuschen. Ich habe noch nie jemanden enttäuscht, aber ich habe halt, doch, ich habe schon jemanden enttäuscht, aber halt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und ich habe total Angst, jemanden zu enttäuschen. Und von daher kann ich dich halt auch verstehen, dass du dann denkst, du willst deine Mutter damit nicht belasten. Ich denke mal, sie ist alleinerziehend, so wie ich das rausgelesen habe, auch noch. Ja. Psychologe bin ich dann halt auch ein bisschen, kann helfen, muss nicht. Aber wie du geschrieben hast und wir alle schon richtig angedeutet haben, du bist da schon einmal von selbst rausgekommen und zwar mit Hilfe deiner Freunde. Und ich würde auch mal wie Poisonous erstmal gucken, wie bist du auf diese Gedanken wiedergekommen? Gab es da irgendwas? Und wenn es nicht gab, dann rede halt einfach mit deinen Freunden. Die haben das ja auch alle durchgemacht. Von daher ist es eigentlich schon besser als jede Therapie. Das ist quasi eine Selbsthilfegruppe. Dafür zahlen manche Leute sogar Geld, um in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Und ja, ich würde mir dann einfach noch, ich weiß, es hört sich doof an, aber ich würde einfach die Sichtweise irgendwie verlagern und ändern. Schau jetzt nicht in deinen Körper, was scheiße ist, sondern schau dir ganz bewusst an, was du magst. Magst du deine Augen vielleicht oder deine Nase? Irgendwas. Bei mir ist es so, ich mochte meine Fußinnenseite. Ernst? Wehe jemand Dein lacht Hund von übrigens euch. auch. Wehe jemand Der lacht Mossi von euch. auch. Also dein, ja, der Mossi und dein Hund übrigens auch. nicht die Fußinnenseite, aber ich fand meinen, also ich hatte immer Ballerinas an damals, ne? Da war ich in der Sechsten. Und da sieht man ja nur diesen Fußrücken. Und ich hatte einen ganz grazilen, schönen Fußrücken mit einem ganz tollen Knochen. Das fand ich wunderschön an mir. Und du klammerst nicht am Kabel. Das ist der Drucker. Oh, kleine Maus. So. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen abgelenkt. Also, seid ihr ganz bewusst, was du an dir magst? Deine Augen oder so? Oder fangen wir erstmal mit deiner Persönlichkeit an. Da gibt es bestimmt auch viel. Und das weitest du dann aus. Und dann machen wir jetzt einfach mal das, was Mädchen so machen, ne? Wir lästern jetzt mal über andere. Das hört sich scheiße an, man sollte nicht über andere lästern. Aber du hast bestimmt Freundinnen auch in der Klasse oder halt Leute. Und dann schaust du dir auch mal irgendjemanden an, was weiß ich. Meinetwegen auch YouTuber an. Dann schaust du dir diese Dani an und denkst so, boah, eigentlich hat die voll das dicke Gesicht. Guck mal, die hat voll das Doppelkinn. Ihr Pony ist richtig scheiße. Und dann machst du dir bewusst, was du an anderen vielleicht nicht magst. Das hört sich jetzt doof an mit den Lästern, aber dann wirst du dir halt auch bewusst, dass jeder Mensch Makel hat. Und das gehört halt dazu, diese Makel zu akzeptieren und zu erkennen. Ich meine, ich mache mir nichts vor. Ich weiß halt, was an mir hässlich ist, aber ich weiß auch, was an mir schön ist. Und das ist halt so ein gesundes Selbstbewusstsein, was du dir halt gerade aufbauen möchtest. Und ja, das ist halt meine Ansicht. Ja, hallo, Mossi So, ich dachte, da kommt noch was. Poisonwurst. Braucht ihr noch irgendwie ein besonderes Stichwort? Muss ich jetzt immer Pelikan sagen, wenn einer von euch dran ist? Pelikan Pelikan finde finde ich ich sehr. gut. Pelikan finde ich auch gut. Pelikan. Pelikan. Okay, darf ich noch eine kurze Anekdote erzählen zum Thema Therapie und Mutter? Och, Ja. nee. Ja, komm, hau Wenn das raus. erlaubt ist. Es, Tatsache ist so, ich war ja, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, habe ja selber eine Therapie gemacht, das ist aber noch nicht so lange her. Und ich war 12 oder 13, als ich meiner Mutter gegenüber das erste Mal angedeutet hatte, dass ich gerne eine Therapie machen würde. Das Ding war, ich habe eine ältere Schwester, die war zu dem Zeitpunkt schon in Therapie. Meiner Mutter erzählte aber, dass ich auch gerne eine machen würde, ist die schon relativ in Tränen aufgelöst, meinte, was habe ich denn falsch gemacht, dass es euch beiden so schlecht geht. Und da habe ich mich unfassbar schlecht gefühlt, also das wollte meine Mutter nicht erreichen, aber ich hatte dann ein fürchterlich schlechtes Gewissen und habe den Gedanken mit der Therapie verworfen. Was im Nachhinein eine verdammt beschissene Idee war, weil wenn man in dem Alter, also mit 12 und 13, wenn ich da schon eine Therapie gemacht hätte, wäre das so mit Anfang 20, wie es jetzt die letzten Jahre war, vielleicht gar nicht so schlimm ausgebrochen. Und das musst du halt bedenken. Jetzt in der Gegenwart kann das ein Scheißgefühl sein, wenn du deiner Mutter das klar machst. Aber auf lange Sicht gesehen ist es vielleicht die beste Lösung. Ja, also wie gesagt, ich denke halt, wenn sie schon mit ihren Vielleicht, genau. Also Freunden sie. geschafft hat, warum sollte es dies nicht nochmal schaffen? Sie muss jetzt nicht nur bewusst sein, im Rückfall. Naja. Natürlich, nein, hört mir jetzt mal zu. Jetzt bin ich Okay, dran. okay, okay. Es gibt immer einen Pelikan. Rückfall. Pelikan. Pelikan bin ich, ne? Das darf nur ich sein. Nein, auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Es ist eine ganz andere Sache. Aber zum Beispiel meine Eltern. Meine Eltern haben jahrelang geraucht. Bei meinem Vater war es so schlimm. Mein Vater wollte nicht mal mit mir ins Kino gehen, weil er es nicht geschafft hat, über eine Stunde mal nicht zu rauchen. Der ist teilweise nachts raus, einfach nur um zu rauchen, weil die Sucht so groß war. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, er möchte aufhören. Und meine Mutter hat dann Jahre später auch gesagt, sie möchte aufhören. Und beide haben halt mal so eine Phase erreicht, wo sie dachten,
Scheiße, jetzt kriegen wir einen Rückfall. Das ist halt bei jeder Sucht so. Ob du Alkohol trinkst, ob du Kokain konsumierst, ob du magersüchtig bist, ob du rauchst, ob du fernsehsüchtig bist. Du hast immer mal diesen Punkt, wo du denkst, scheiße, jetzt bekomme ich einen Rückfall. Und das ist halt dieser Punkt, wo 50% oder 60% der Menschen umdrehen und sagen, ach, ist auch scheißegal, mache ich halt so weiter wie vorher. Das darfst du aber nicht. Du musst dir halt klar machen, wofür du das angefangen hast, wofür du versucht hast, stark zu werden. Du möchtest halt ein normales Leben führen und du hast es, sag ich mal, du musst dir klar machen, du hast es auch verdient, ein normales Leben zu führen. Du bist nicht hässlich und du musst das halt so weitermachen. Rückfälle gibt es immer, diesen Punkt, wo jeder denkt, okay, wenn ich jetzt noch einmal die Zigarette rauche, ist jetzt auch nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm, du darfst es nicht nochmal zulassen. Das musst du dir klar machen. Pelikan. Genau, deswegen meinte ich, das Pelikan ist sehr gut, deswegen meinte ich ja auch, falls du dann doch zur Therapie tendierst, natürlich, wie Dani sagt, du bist doch schon mal rausgekommen, das ist eine geile Sache, da halt jetzt in meinem Hinterkopf, du hast es ja anscheinend schon mal geschafft, versuch es genauso wie das letzte Mal mit deinen Freunden darüber reden, was dir damals auch immer geholfen hat, nur falls du dann irgendwann an den Punkt ankommen solltest, wo du sagst, okay, ich schaffe das diesmal alleine nicht, ich würde gerne Therapie machen, dann sollte deine Mutter, in Anführungszeichen, sollte deine Mutter da jetzt nicht im Wege stehen. Dann sollten dir deine Bedürfnisse im Moment erstmal wichtiger sein als die deiner Mutter. Das wollte ich damit nur sagen. Okay, und wenn du denkst, boah, die Dani, die labert scheiße, ich höre doch lieber auf die Poisonbows, dann solltest du halt dir aber auch bewusst sein, dass es halt erstmal so den Weg gibt, wie Poisonbows es sagt, mit deiner Mutter. Und wenn du deine Mutter wirklich schonen möchtest, dann gibt es auch noch andere Wege. Du gehst zum Schulpsychologen, die machen dir einen Termin. Das geht dann gar nicht über die Mutter, deine Mutter muss es gar nicht mitkriegen. Du gehst zum Arzt, der macht dir einen Termin. Auch da ist Schweigepflicht, wenn du denen das so klarlegst und sagst, ich möchte meine Mutter erstmal nicht belasten, ich möchte eine Schnupperstunde machen. Dafür muss man die Mutter jetzt nicht belasten. Wenn du jetzt da wirklich jede Woche dreimal hingehst, klar sagst du es dann irgendwann deiner Mutter. Aber wenn du erstmal so eine Schnupperstunde machen möchtest, erstmal guck, ob das überhaupt was für mich ist, dann geh zu deinem Hausarzt, sag ihm das, leg ihm das so offen, genau wie wir das eben gesagt haben. Und sag ihm, du möchtest erstmal nur gucken und nicht deiner Mutter direkt was erzählen. Der hat Schweigepflicht, der darf es nicht weiter erzählen und der hilft, den Termin zu machen. Pelikan. Ja, genau. Viel Erfolg und alles Gute, wofür auch immer du dich entscheidest. Okay, mit dem Hashtag, nehmen wir jetzt Magersucht oder? Würde ich sagen, oder? Hashtag Magersucht, könnt ihr zu diesem Thema gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir machen gerade mal mit der nächsten E-Mail weiter. Hi Dani und Mossi und Poisi. Das steht da gar nicht. Das stimmt. Jetzt mit Dani. Ich, Dani männlich lügt. 21, ich habe ältere Fans. Okay, überwinde mich jetzt gerade... Jetzt lügt die Schreibung. Egal, wir wissen das. Männlich, nicht die. Überwinde mich gerade sehr, das hier zu schreiben, aber irgendwann muss ich mal was loswerden, weil ich sonst immer weiter alles in mich reinfress. Also, eigentlich läuft ja alles gar nicht mal so schlecht. Ich habe meine Ausbildung dieses Jahr abgeschlossen, habe eine gute Arbeitsstelle gefunden, in einen kleinen Betrieb, in dem mir meine Arbeit wirklich viel Spaß macht. Jedoch, um endlich mal auf das Problem zu kommen, kann ich nicht besonders glücklich sein, denn ich fürchte, dass ich nie wirklich eine Frau finden werde, obwohl ich nicht einmal so sehr wählerisch bin. Dazu kommt noch, dass ich sowas wie eine Blockade habe, Frauen anzusprechen, sodass es nie wirklich zum Kennenlernen kommt, da ich oft schon von Frauen schamlos ausgenutzt worden bin. Ich denke, weil ich zu gutmütig bin und auch immer eigentlich eine sichere Ansprechperson für Leute mit Problemen bin. Manchmal ist mir einfach nur zum Heulen. Kann ich aber nicht einfach so machen, da ich nach außen hin weiterhin als emotional starker Mensch gelten möchte. Aber das sorgt dafür, eben dafür, dass sich das in meinen Kopf entlädt und da mittlerweile 5 parallele Welten existieren, in denen alles gut ist und mich auch manchmal stark zurückziehe und man ewig nichts von mir hört. Dabei lasse ich manchmal auch vieles raus, wollte das nur mal loswerden, sorry für die Länge. PS, ich mag deine Videos sehr, denn sie bringen mich oft zum Lachen. Mach weiter so. Das steht da wirklich. Jetzt nächste. Der typ wirklich. Gar nicht wieder. Ja. Nee, erstmal, ich möchte dazu was sagen, bevor Mossi dann anfangen kann, ne? Aber welcher gehirnamputierte Affe hat jemals in irgendeine Form ausgedrückt, dass Heulen gleich unstark oder Heulen irgendwie emotional schwach ist? Das ist schwachsinnig. Männer ja. Können heulen, Frauen können heulen. Und unsere Gesellschaft? Heulen. Welpen können heulen, jeder kann heulen. Wenn es zum Heulen ist, dann heul auch in der Öffentlichkeit. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Ganz ehrlich, das trägt mich gerade auf. Exactly. Und wenn du nicht heulen ist sogar gesund, tatsächlich. Ja, genau, das ist besser, als wenn du es nicht reinfrisst. Und wenn du halt, sag ich mal, wirklich nicht in der Öffentlichkeit weinen möchtest, dann kannst du es immer noch zu Hause tun.
Also, das hört sich jetzt doof an. Aber lass dir doch nicht das Wein verbieten. Wenn dir zum Wein zumute ist, dann weinst du. Und wenn dir zum Rülpsen zumute ist, dann guckst du, in welcher Umgebung du bist. Vielleicht will noch jemand rülpsen, dann nimmst du den mit. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so. Warum sollte ich jetzt heulen? Das ist ein Mechanismus des Körpers, das ist ein Schutz des Körpers. Und ich verstehe das nicht, warum es in unserer Welt so... Ach, egal. Mossi, du bist jetzt dran. Ich habe mich nur wieder aufgeregt. Warum habe ich mich in dieser E-Mail eigentlich so sehr wiedererkannt? Ich dachte, hab so, ich du meintest... Habe ich dir eine E-Mail geschrieben, Dani? Ich dachte, du wolltest auf was anderes hinaus. Ich dachte so, warum habe ich mich nur in diese Dani verliebt? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, dazu wollte ich dir noch eine E-Mail schreiben. Nimm doch nicht alles vorweg. Achso, okay. Also übrigens, die E-Mail ist von einem gewissen Mossi M. Ach nee, warte mal, das ist vielleicht zu offensichtlich. Von einem gewissen M... M.Mossi. Ja. Was ist denn heute los mit uns? Okay, zurück zu E-Mail. Der E-Mail braucht Hilfe. Danke, ja, danke. Mossi fängt an. Okay, erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung und zur Arbeitsstelle etc. Ach, stimmt, weil man, dieses Jahr. Stimmt. Man darf ja auch immer mal die positiven Sachen vielleicht zuerst hervorheben. Mhm. Und ja, im nächsten Punkt würde ich, wie gesagt, ich habe mich sehr in dieser E-Mail wiedererkannt. Und eigentlich ist es bei mir nur so verlaufen, weitermachen und der Rest kommt von alleine, weil es kommt immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Oh, ich hasse diesen Spruch so sehr. Spruch so immer dann, wenn du nicht damit rechnest. Du rechnest die Zeit damit, ist es der Moment, wo ich nicht mitrechne? Ist es das der Moment? Das ist der Punkt. Ich habe auch nicht dran geglaubt, aber leider ist das genau die Wahrheit. Und dann hat Mossi mich getroffen. Ja. Ja, okay, wir machen weiter. Tut mir leid. Ich bin heute auch zu albern. Es tut mir leid. Leute, kein Wunder, dass ihr ständig in den Kram gefragt werdet, ob ihr zusammen seid. Den Witzen. Ist einfach so. Pelikan. Okay, dann bin ich jetzt mal dran. Oder will Poisy, aber die hat gerade Internetschwierigkeiten, also bin ich. Du bist mechanisch. Ja. So, also... ich habe jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten damit, Frauen zu finden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich auf Männer stehe. Auf jeden Fall habe ich halt auch dieses Problem jetzt nicht, weil ich irgendwie zu gutmütig bin. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Bei mir ist es halt so, ich lerne halt Männer kennen und Männer wollen halt was anderes als ich. Im Endeffekt heißt es, die wollen Sex und ich mag das nicht wirklich. Bei mir muss ein Kerl schon mal gut und gerne 3, 4, 5, 6 Monate ruhig warten, bis ich überhaupt mit denen irgendwie dran denke, dass ich was mit denen haben könnte. Und das wollen Männer nicht. Das heißt, ich bin eigentlich auch so ein ziemlicher Dauersingle mit irgendwie 2 Wochen mal ein Freund. Dann will er Sex, ich sag ihm rein, ich möchte das nicht, er soll warten und ja, Dauersingle. Und klar, man... Was? Ich dachte, du bist mit Mossi zu... Was? Klar, man stellt sich das irgendwie immer schöner vor, man darf sich halt da nicht drin verlieren. Und ich weiß nicht, warum du 5 Parallelwelten hast, aber klingt auf jeden Fall interessant. Liegt das daran, dass du in der ersten Parallelwelt irgendwie Schwierigkeiten hattest und dir noch eine Parallelwelt aufgemacht hast? Tut mir leid wegen der Frage, aber ich finde es interessant, warum es 5 sind. Ich meine, man kann ja eine Parallelwelt haben, die ganz toll ist, ne? Schnussi. Und ja. Also wichtig ist, dass du dich halt wirklich nicht so in diesen Parallelwelten verlierst. Das perfekte Leben gibt's nicht, das ist wie ein Porno. Das gibt es einfach nicht. Und das echte Leben sieht ganz anders aus. Aber das echte Leben kann auch schön sein. Nur weil der Pizzabote nicht gleich mit dir ins Bett steigen möchte, heißt es nicht, dass du nicht irgendwann jemanden triffst, der genau das möchte und dabei Pizza bestellt. Es kann auch schön sein. Und ja, wie Mossi sagte, es passiert dann, wenn du nicht damit wartest. Ich habe 2 meiner Ex-Freunde auf einem Rummel kennengelernt. Ich war alleine. Ich war alleine auf dem Rummel, habe auf Freunde gewartet, bin gefahren und habe in der Fahrt einen Typen kennengelernt, der mit in der Gondel saß. Es kann alles passieren. Oh. Das Problem ist, ich bin halt so ein Mensch, beim Feiern denke ich mir so, ja, heute knutschst du mal mit einem wildfremden Typen rum. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht doch nicht. Dann so trinke ich einen Schluck und denke mir so, nee, immer noch nicht genug, trink noch einen Schluck. Nee, noch mehr Alkohol, trink noch einen Schluck und liege auf der Toilette beim Kotzen. So ist die Realität. Schon mit der Kloschüssel. Die Realität ist zum Kotzen. Du kannst dir nicht ausmalen, wie was passiert. Es passiert immer anders, als es du ausmalst. Und wenn du dich dann wirklich drin verlierst, in deiner Traumwelt, dann läufst du halt Gefahr, die richtige Welt nicht mehr wirklich wahrzunehmen. Und wenn du die nicht mehr wirklich wahrnimmst, läufst du halt wieder Gefahr, ja, dass den Moment zu verpassen, wo es passiert wäre. Genau, den Moment zu verpassen, wo dir was Gutes passiert wäre. Und ich finde es auch echt nicht schlimm, wenn jemand halt mal ein bisschen lieber ist.
Es heißt wirklich, Frauen stehen auf Arschlöcher und ja, das stimmt leider. Aber wir haben auch mitgekriegt heute schon in dieser Folge, dass Frauen auf verschiedene stehen. Es muss nicht immer der super gut aussehende Quarterback sein. Und so ist es halt auch beim, beim Charakter Pelikan. Ja, ich würde einfach mal, weil ich noch gar nichts gesagt habe, ich kann euch beiden aber auch nicht zustimmen. Also 21 und gerade keine Beziehung. Ich weiß nicht, Schatzi. Ich stand da irgendwie drin, ob er schon mal eine richtige Freundin hatte. Schatz, du bist gerade ein bisschen abgehackt. Nee, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, Poisonbus verliert gleich die Verbindung. Hat mir so ein Vögelchen gezwitschert. Pelikan? Pelikan. Ja, die Sache ist, ich finde, mit 21 ist es jetzt auch nicht so schlimm, jetzt nicht. Boah, ich bin so gut. Ich finde, so mit 21 ist es auch nicht schlimm, jetzt noch nicht die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Ich bin 20, ich werde jetzt 21 und ich bin von der Liebe meines Lebens, okay, ich bin relativ nah dran, seitdem ich den Welpen habe. Aber menschliche Liebe habe ich jetzt noch nicht wirklich. 27, schließ mich an. Ja, wir haben uns. Das geht, ja. Und manchmal wollen wir nicht weiter die Gerüchte anfächern, oder? Und manchmal kommt es einfach, wenn, keine Ahnung, du hast bestimmt irgendwie Freunde, nehme ich mal an, für die du halt auch da bist, und dann lernt man sich über Ecken kennen und dann ist es irgendjemand, mit dem du nie gerechnet hast. Schau dir How I Met Your Mother an. Oh ja. Schau es dir an. Wenn du How I Met Your Mother kennst. Ich glaube, Ted hatte irgendwie 40 Dates oder so, bevor er seine Traumfrau kennengelernt hat, hat er auch nie dran gezweifelt, Jahre hinweg. Immer nur Frösche geküsst. Schau dir einfach das an. Wir machen jetzt wieder alles mit Serientiteln, solange Poisonmus nicht da ist. Die, die Serientitel ersetzen Poisonmus. Ist und genau, okay. Und genau so ist das Leben, finde ich. Es ist wie How I Met Your Mother. Schaut euch die Serie an. Gut, ich würde sagen, wir machen mit Hashtag Traumwelt. Traumwelt. Machen wir hier mal Schluss. Und wir gehen mit den letzten weiter, auch wenn Poisy gerade nicht da ist. Ich glaube, die kommt heute nicht mit jetzt so schlechtes Internet. Ja. Ich komme noch mal zwischendurch. Ja, eins haben wir noch. Okay. So. Hi Dani, ich habe ein Problem. Ich bin bisexuell und möchte mich outen. Bei einigen Freunden habe ich mich schon geoutet und haben auch keine Angst davor. Jedoch habe ich Angst, es meinem Vater zu sagen. Er ist eigentlich gegen Homosex etc. und reagiert oft über. Ich weiß aber auch, dass er mich liebt. Aber ich weiß nicht. So. Mossi, willst du heute wieder? Oh. Das ist dein Anfang heute immer. Ja. Das ist tatsächlich tricky. Also, wie bei der vorletzten Frage auch schon, wenn dein Elternteil dich wirklich liebt, dann solltest du kein Problem auch mit dem Outing haben, unterm Strich. Aber es ist zum Beispiel auch so, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auch eine ganz leichte bisexuelle Ader. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Ja, denke ich auch. Es aber gibt so eher Frauen, ich denke, Mann. Ich bin da sogar ein bisschen überdurchschnittlich. Also dieses, es ist schon etwas mehr als das, was du sagst, was die meisten haben. Und kannst du reden? Ja. Hi. Es geht, kurze Zusammenfassung, wir haben dann die letzte. Es geht um, derjenige ist bisexuell, hat sich schon geoutet bei seinen Freunden, kein Problem, hat aber Angst, es seinen Vater zu sagen, weil sein Vater gegen Homosex ist, aber ihn auch liebt. So, Mossi ist gerade am Erklären. Richtig. Und ich bin gerade am Erklären, dass es, wie bei der anderen Frage vorhin auch schon, unterm Strich eigentlich keinen Unterschied machen sollte, wenn dein Vater dich liebt, dass du das auch outen kannst. Aber, und dann kam der Satz, wo du da wieder dazu kamst, bei mir ist es so, ich habe auch eine, Dani sagte, das hat ja jeder so ein bisschen, eine bisexuelle Ader, aber meine ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Das weiß aber zum Beispiel aus meiner Familie keiner, aber das stört mich auch nicht. Ja, bei mir ist es so, ich muss auch sagen, ich wurde auch oft gefragt, ob ich zum Beispiel auf Frauen stehe. Habe ich gesagt, nein, stimmt auch. Bei mir ist es halt ein bisschen schwer zu erklären. Also, ich kann mich in eine Frau genauso verlieben wie in einen Mann. Aber ich bin asexuell, das heißt, ich habe mit Sex eigentlich gar nichts am Hut und finde den scheiße. Das liegt halt einfach, das war nicht immer so, das liegt halt wirklich an der Vergangenheit, die ich hatte. Und seitdem habe ich keinen Bock drauf, vielleicht habe ich irgendwann wieder Lust. Aber momentan überhaupt nicht. Dann weder mit Frauen noch mit Männern. Aber verlieben kann ich mich in beide Geschlechter gleich. Und dann liebe ich auch beide Geschlechter. Und meine Mama ist halt so,
meine Mama ist eigentlich auch, die findet halt zum Beispiel Lesben oder Schwule gar nicht wirklich gut. Also Küssen in der Öffentlichkeit findet sie, sie meint immer so, das gab es früher halt nicht. Und das ist halt so diese altbackene Gesellschaft, die halt so ist. Aber meine Mutter würde mich auch lieben, wenn ich, sag ich mal, eine lesbische Freundin hätte. Sie würde es schade finden, weil sie sich gern Enkelkinder wünscht. Ich habe ihr gesagt, so, ja, auch mit einem Mann könnte es mal nicht klappen, Enkelkinder zu kriegen. Und dann für sie ist es okay. Und ich würde sagen, erzähl es ruhig deinem Vater, weil Eltern ist es immer anders. Wenn sie draußen zwei Schwule sehen, die sich küssen, dann finden sie es vielleicht nicht so gut. Aber wenn dann plötzlich ihr Sohn ankommt und sagt, du, Papi, ich stehe auch so ein bisschen auf Männer, aber auch auf Frauen, dann akzeptieren sie es eher, weil es ja ihr Kind ist und sie lieben dich ja. Also wenn du dich outen möchtest, ist wieder die Sache, ob du möchtest überhaupt vor deinem Vater, dann sag es ihm ruhig und wenn nicht, dann sag es ihm später oder erstmal nicht. Rosi, Pelikan? Ich glaube, sie teilen wieder aus. Dam, Mossi, dam. Pelikan? Ich glaube, wir haben es sehr gut zusammengefasst. Gut, mit Hashtag Bisexualität könnt ihr euch hier drüber unterhalten. Und mit Hashtag arme Poisy könnt ihr drüber diskutieren, wie Jetzt höre ich schlecht. euch wieder. Nicht, hört ihr mich? Nein. Hört ihr mich gar nicht? Nein. Nein. Scheiße. Ich höre euch gerade voll. Verarscht ihr mich? Ja. Nein. Ja, scheiße. Vielleicht. Seid so gemein. Vielleicht auch nicht. Also ich höre Man euch hört gerade dich normal. Ist jetzt auch zeitweise, egal. zeitweise aber auch nicht. Poisy, möchtest du noch was sagen? Versteht man mich denn? Nein. Macht es überhaupt Sinn, irgendwas zu sagen? Versteht man mich Ja, überhaupt? wenn du jetzt schnell redest. Ja gut, dann sage sag ich mal nichts. Tschüss, sage ich dann. Ich zu schnell. Komm, das ist traurig. Also Leute, ihr könnt natürlich gerne eure eigene E-Mail mit eurem Problem an daniyt@tonline.de senden. E-Mail ist auch noch unten verlinkt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich würde jetzt sagen, schreibt auch mal Hi Poisy und Hi Mossy, aber das braucht man ehrlich nicht. Macht so weiter wie bisher. Ist schon ganz okay. Die akzeptieren das. Die sind einfach Auf nur wieder kuscheln, das sind habt euch lieb, habt meine mich lieb. Sidekicks seid ihr. Meine Ist einfach Sidekicks. so. Ups. Ich bin Ja. Robin. Ich bin Mossi. Und ich bin Dani. Und damit auf Wiedersehen. Auf wieder kuscheln. Ciao.